Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich mein Mittagessen mit, ich glaube, allerbeste Gemüse der Welt. Es ist Weißkohl. Und Weißkohl kann man in so unterschiedliche Art und Weise zubereiten. Das wird nicht langweilig, sogar kann man jeden Tag essen. Und heute bei mir ist Schmorkohl mit Puttenhack und dazu Stangkartoffeln. Und schmeckt auch sehr lecker, macht satt. Und außerdem, wir haben so eine komische Wetter. Es ist nicht richtig warm und nicht richtig kalt. Deswegen passt auch so ein Essen für Sommer. Und außerdem, dieses Gericht kann man für 2 Tage kochen, weil Kohl, wie ihr wisst, egal ob in Suppe oder wenn mal, wir machen sogar Salat am nächsten Tag, schmeckt er viel, viel besser. Deswegen habe ich gleich eine große Pfanne mit zubereitet, auch gleich für morgen, weil morgen ist der Gartentag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Und heute zum Mittagessen mache ich geschmorte Kohl mit dem Puttenhackfleisch und dann auch noch eine Möhre, ein Zwiebel, ein paar Knoblauchzehen, wenn ihr das mögt. Wenn nicht, kann man auch weglassen. Natürlich Salz, Zucker, die Süße braucht man auch für den Geschmack. Und ich nehme diese weiße Rotzucker zum Kochen. Dann ist mal vielleicht ein bisschen auf die sichere Seite. Danach kann man nehmen so 1 Esslöffel oder 2 Esslöffel Apfelessig oder mag ich gerne Tomatenmark dazu geben. Er gibt auch Säure, gibt auch schöne Farbe für den Kohl. Wie gesagt, habe ich jetzt Puttenhack und Puttenhack werde ich erstmal würzen. Dazu nehme ich einfach meine Fleischgewürze, was wir auch mal zusammen gemacht haben. Einfach so ein Teelöffel wird das schon reichen. Es sind nur 400 Gramm gehacktes. Dann Salz. Und Pfeffer. Und dazu serviere ich auch Stampfkartoffeln. Kartoffeln habe ich schon gestellt zu kochen, weil das geht auch relativ alles schnell. Anbraten kann man mit dem Butterschmalz, mit dem Schmalz, mit dem Schweinefett und so weiter. Oder ich nehme zum Beispiel gerne Olivenöl. So, nur ein bisschen verkneten. Das reicht das schon. Kohl habe ich jetzt geschnitten und werde die bisschen mit dem Salz so kneten, dass etwas weicher wird. Wenn ihr mögt, kann man auch gleich schon Kümmel dazu geben und zusammenkneten. Den Kümmel habe ich die ganzen Körner einfach erstmal kurz grob mahlen lassen. Weil ich mag nicht, wenn die ganzen Körner auf die Zehen kommen und drauf beißt. Oh. Aber sonst Geschmack von Kümmel ist den, zu dem Kohl passt und macht ihn bekömmlicher. So, das haben wir auch. Komm, schaut ihr, der Kohl ist jetzt richtig schön feucht geworden und weicher. Und jetzt können wir schon ans Herd gehen und unsere Mittagessen zu bereiten. Die Möhre habe ich auf die grobe Reibe gerieben, die Zwiebel in kleine Würfelchen und dann später mache ich auch die Knoblauch auch klein schneiden. Nehmen wir uns beschichtete Pfanne oder so eine tiefe Pfanne, wie ich jetzt habe, oder nehmt ihr einfach einen Topf und werden erstmal den Hackfleisch anbraten. Ich habe jetzt in meiner Pfanne gar nichts. Ich habe die jetzt nun heiß gemacht. Und jetzt werde ich erstmal den Hack anbraten. Ich drücke einfach an die Bude und lasse von unten anbraten. Ohne zu Kohle hin und her rühren. Wenn ihr merkt, dass von unten ein bisschen dann schon angebraten, dann geht er von alleine auch ab von der Pfanne und dann kann man schon umdrehen. Dadurch haben wir nicht zu viel Wasser dann in die Pfanne. Schaut, das geht schön alles ab. Nichts brennt, obwohl ich auf mein Herd auf volle Hitze, volle Stärke. Das ist alles schneller geht. Das ist auch die Sinn der Sache. Und wenn die zweite Seite ist fertig, dann können wir es klein machen
und habe so eine bestimmte Größe, dass ich einfach so krümelig anbrate. So, schaut ihr. Nichts, was angebrannt, geht alles schön ab. Und jetzt können wir ein bisschen Öl oder Butterschmalz, an was ihr das andreht, ein bisschen geben. Wir brauchen auch nicht viel, so ein, zwei vielleicht Esslöffel. Und dann kommt schon die Zwiebel. Braten wir kurz mit Zwiebel und können schon unsere Knoblauch auch klein schneiden. So, jetzt kommt Knoblauch und die Möhren. So, hier in die Mitte geben wir jetzt das Tomatenmark. Ich spüle noch ein bisschen meine Schälchen. So, die Pfanne stelle ich jetzt auf mittel und geben wir schon den Kohl rein. Der fällt noch zusammen. Wieder mal umrühren und geben wir dazu Gemüsebrühe oder einfach Wasser und ein, zwei Teelöffelchen von eurer Gemüsebrühepulver dazu geben. Ich nehme ungefähr 200 ml Wasser und gebe da rein 2 Teelöffel von meinem Gemüsebrühepulver rein und gebe dazu. Gibt es so viele Flüssigkeit, wie ist das nach eurem Geschmack? Ich würde erstmal raten, nicht zu viel geben. Lassen wir jetzt erstmal 10 Minuten schmoren und dann können wir noch nachwürzen und wenn es nötig ist, auch noch Wasser dazu geben. So, es sind jetzt 10 Minuten vergangen und wir können jetzt einmal mal schauen und probieren natürlich nach Gewürz. Ich habe auch schon ein bisschen, muss zugeben, ein bisschen Ganache. Es schmeckt schon gut und ich gebe noch ein bisschen Flüssigkeit, weil ich möchte gerne, dass mein Kohl wird richtig schön saftig. Probieren wir. Es schmeckt schon jetzt wirklich sehr gut. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Pfeffer und ich glaube, heute gebe ich keinen Zucker zu dem Kohl, weil den Kohl war wirklich süßlich. Das braucht man keine Süße noch zum Vergleich. Deswegen gebe ich heute keinen Zucker. Manchmal den Kohl so ein bisschen so wie bitter schmeckt. Und deswegen, wenn man ein bisschen Zucker dazu gibt, schmeckt sie auch ein bisschen besser. So gebe ich noch Paprika Rosen scharf, ein kleines Knoblauchblatt und das war's. Ich mache dann nichts mehr, einfach umrühren und allerhöchstens noch 10 Minuten. Mehr brauchen wir gar nicht. Der Kohl ist schon gut, vielleicht sogar nur 5-6 Minuten und reicht. Probiert ihr, liebe Freunde, und nach eurem eigenen Geschmack anwürzt und genauso lange kocht, wie ihr es gerne möchtet, den Kohl. Ob das sehr weich oder doch noch ein bisschen mit dem Biss. Und dann können wir schon mal servieren. So, meine Lieben, jetzt können wir auch schon servieren. Es geht wirklich sehr schnell. In 20, 25 Minuten allerhöchst seid ihr fertig. Schaut, wie toll sieht er aus. Schön saftig, schöne Farbe. Und jetzt können wir noch auch ein bisschen Kräuter dazu geben. In meinem Fall habe ich heute Dill gepflückt, gebe frische Dill dazu, unterrühren und servieren. Und wie gesagt, heute bei mir gibt es Kartoffelbrei. Kartoffelbrei und dazu Kohl. Herrlich. Schaut, sehr lecker sieht er aus. Und schmeckt auch wirklich sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß beim Nachkochen. Danach natürlich einen guten Appetit. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!